Hallo meine Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe heute vieles zu erzählen, denn ich habe mir alle eure Kommentare natürlich durchgelesen. Manche fanden die Entscheidung, dass Max jetzt erstmal nicht mehr bei uns ist, nicht so toll. Manche haben gesagt, er hat auch schon das Virus, also habe ich das alles umsonst gemacht. Und ich soll doch bitte Millie und Milky wenigstens, Mutter und Tochter wenigstens zusammentun, weil die beiden blutverwandt sind, haben die das wahrscheinlich beide schon im Blut. Und ich habe mir jetzt überlegt, okay, Max ist zwar nicht hier und vielleicht ist es auch okay so, aber Millie und Milky kann man trotzdem noch zusammentun und das machen wir heute in diesem Video. Ich möchte nicht, dass ich jetzt Millie und Milky direkt im Gehege jetzt zusammenführe, nicht, dass die sich jetzt nach ein paar Tagen anfangen zu streiten. Deswegen baue ich denen jetzt ein bisschen ein Gehege hier außenhalb mal auf, damit die sich ein bisschen wieder kennenlernen können. Und wie ihr seht, habe ich ja genug frische Wiese und das können die dann auch futtern. Das mache ich jetzt. Also ich erweitere einfach das ein bisschen, was ein bisschen zu klein. Gesagt, getan. Das habe ich jetzt erweitert. Und sehr schön sieht das aus. Schaut mal. Und da tue ich jetzt Millie und Milky rein, dass die sich mal wieder ein bisschen beschnuppern können und sich ein bisschen wieder kennenlernen können. Und während die beiden dann hier drin sind, habe ich dann genug Zeit, auch das Gehege sauber zu machen, dass die beiden dann da wieder einziehen können. Sie darf jetzt auch. Gell? Keine Sorge. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Nacken von der Milky ist komplett gerade. Oder macht es gerade den... ja, es scheint so, als ob ihr Nacken komplett gerade ist. Also er ist nicht nur auf einer Seite jetzt. Ich glaube, die Medikamente haben die Milky geheilt und auch die Massage, die sie von mir bekommen hat. Denn ja, sie kann ihren Nacken komplett auch auf die andere Seite bewegen. Das ist echt ein Wunder. Ich gucke es mir gerade selber an und bin echt fassungslos gerade. Freue mich richtig, denn hallo, ihr Nacken, beide Seiten, seht ihr das? Du warst gar nicht krank. Die Medikamente haben ein Wunder gewirkt. Jetzt haben wir leider den Maxi. Ja, gegeben, um ihn halt zu schützen, aber ich glaube nicht, dass die Milky dieses Problem hatte, denn sonst würde der Nacken komplett auf der Seite bleiben, aber wie ihr seht, sie kann den Nacken bewegen. Der Max fühlt sich aber pudelwohl bei denen und der hat wirklich Freundschaft geschlossen mit dem Kaninchen und die Kaninchen die ganze Zeit hin und her zu transportieren, ist auch sehr, sehr viel Stress für die Kaninchen, also von mir aus kann der ruhig dort bleiben. Ich bekomme ja auch regelmäßig Updates von ihm und freue mich ja auch für ihn. Und vielleicht kommt bei uns in unsere Bande jemand anderes irgendwann mal. Aber ich habe jetzt gerade die beiden und bin super glücklich, Milky ja so zu sehen. Sie kann ihren Nacken einfach komplett nach links und nach rechts bewegen. Seht ihr das? Und der kann sie auch jetzt gerade halten. Und einige haben gesagt, wie kannst du nur Max abgeben? Oh, jetzt verbreitet sich ja das Virus, weil er das ja jetzt auch hat. Er ist jetzt auch ein Träger, aber
bei den Macs und der Milky wurde auch ein Bluttest gemacht und bei denen wurde das noch nicht angezeigt. Also wir haben da schon geguckt, dass wir keine kranken Tiere an anderen Kaninchenhaltern geben. Und ich kann ja nicht immer die Kamera mithalten, versuche euch jedoch trotzdem sehr viel mitzuzeigen, was bei uns alles passiert. Aber auf jeden Fall war bei Millie und bei Max kein Befund, dass die irgendwelche Krankheiten mit sich herumtragen. Und ja, anscheinend hat die Milky das auch nicht, denn an dem Tag, als ich sie zum Tierarzt genommen habe, da wurde kein Bluttest gemacht, sondern nur vermutet, dass sie diese Krankheit hat, denn alle Symptome haben dafür gesprochen. Das hat mir die Tierärztin gesagt. Ich kenne mich damit 0% aus, denn ich hatte noch nie in meinem Leben ein krankes Tier. Nie. Alle Kaninchen, alle Katzen, alle Hunde, die wir mal hatten, waren immer kerngesund, bis ich dann ausgezogen bin von meinem Elternhaus, geheiratet habe und jetzt haben meine Eltern leider keine Tiere mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Naja, den beiden scheint es hier wirklich gut zu gehen. Meine Milky ist wieder kerngesund, die Massagen haben wohl wirklich was gebracht und ich hatte mir so Sorgen gemacht um dieses Kaninchen. Ich habe gebetet, bitte lass dieses Kaninchen wieder gesund werden, lieber Gott. Denn unsere Milky ist uns sehr, sehr wichtig. Und es scheint, dass alles wieder gut ist. Die beiden dürfen hier jetzt noch spielen. Ich glaube, dieses Video bekommt sehr, sehr viele Daumen hoch von euch, denn ihr seht, die Milky benimmt sich wie ein ganz normales Kaninchen, bewegt ihren Kopf nach links und nach rechts, frisst, hüpft, macht alles. Und ja, das, besser geht's doch gar nicht. Ein Traum. Einfach ein Traum. Was nicht so schön ist, sind die Toiletten, die ich jetzt für die Kaninchen sauber machen kann. Und das Gehege, damit sie dann ja bis heute Abend dann wieder da einziehen können und die Nächte dort verbringen. Und natürlich die Tage hier auf der frischen Wiese, denn wie ihr seht, überall grün. Also ein perfektes Leben für diese Mäuse hier. Vielleicht holen wir uns wirklich dann nochmal einen Rammler, der halt nicht kastriert ist. Und vielleicht gibt es dann irgendwann mal Babys. Ich kann es aber noch nicht sagen. Und ja, Max würde ich gerne wieder zurückhaben wollen, aber ich möchte ihn das nicht antun und ihn die ganze Zeit hin und her transportieren. Das mögen Kaninchen überhaupt nicht. Und wenn er sich jetzt wohl fühlt, dann soll er nicht die ganze Zeit von dem Platz, wo er sich wohl fühlt, ja, weggenommen werden und dann wieder woanders hingesetzt werden. Das mögen wir Menschen auch nicht. Bäume mögen das auch nicht und Tiere mögen sowas überhaupt nicht. Also da muss man schon aufpassen. Na gut, die dürfen jetzt fressen. Ich weiß jetzt nicht, ich zeige euch mal schnell das Gehege. Mache euch ein Vorher-Nachher und dann lasse ich euch einfach ein bisschen hier die Kaninchen beobachten, damit ihr halt einfach seht, wie die sich hier so benehmen. Und hoffentlich streiten die nicht. Aber bis jetzt sind die so abgelenkt von der Wiese, da gibt es gerade gar keinen Streit. Ja. Das mache ich jetzt sauber. Die Kaninchen dürfen jetzt erstmal hier bleiben, ein bisschen was fressen, ja, sich ausruhen. Die
frische Luft genießen. Und hier ist jetzt schon mal alles bereit, wenn sie dann ja, am Abend dann wieder hier rein können, sich ausruhen können, schlafen können. Und wie gesagt, tagsüber dürfen die dann die Wiese genießen, so wie jetzt. Ich lasse die beiden jetzt einfach mal in Ruhe. Und bevor ich die reintue, nehme ich euch mit. Das machen wir dann natürlich zusammen.